Guten Tag. Heute klinge ich noch sonorer als sonst. Das liegt an einer hartnäckigen Erkältung, die sich nun auf meinen gesamten Stimmapparat gelegt hat. Mit der Stimmfarbe könnte ich sicher eine lustige Werbung sprechen. Nun gut, ich möchte euch aber nicht hängen lassen und beantworte sehr gerne eine Follower-Frage. Der oder die liebe Lilopep7VD fragt, könntest du mal was darüber machen, wie man eine Akustikgitarre zu Hause im Wohnzimmer aufnimmt? Bei mir klingt das trotz Röhrenmikrofon immer, als wenn einer im Pappkarton sitzt. Also Wohnzimmer ist schon mal eine super Voraussetzung. Und das meine ich ganz ernst. Je mehr Kram sich nämlich in einem Raum befindet, desto besser bricht sich der Schall. Dazu nehme ich jetzt mal ein günstiges Mikrofon und eine Aufnahmesituation, die die meisten auch zu Hause haben. Und zwar dieses Sennheiser Profile USB-C Mikrofon an das iPhone angeschlossen mit der Sprachmemos-Funktion. Viele machen nämlich folgenden Gedankenfehler und denken, eine Akustikgitarre klingt am besten, wenn man das Mikrofon direkt vor dem Schallloch platziert. Doch da gibt's nur Gerumpel. Für meinen Geschmack viel zu bollerig. Meines Erachtens die beste Position ist, wenn man sich erstmal ein bisschen weiter weg bewegt und das Mikrofon ungefähr auf den 10. Bund richtet. Und das verhält sich natürlich je nach Akustikgitarre auch anders. Einige klingen ungefähr hier gut, die anderen ungefähr hier. Aber das Schallloch sollte man meines Erachtens auslassen. Und das, was ihr gerade gehört habt, war gänzlich ohne EQ und Kompression. Also nur das Signal des Sennheiser Profile USB Mikrofons in das iPhone. Ich hoffe, dieser Beitrag hat euch gefallen. Abonniert mich, macht mich reich und berühmt. Und zu guter Letzt, seid bitte lieb zueinander. Es ist nämlich eigentlich ganz einfach, kein Arschloch zu sein. Mein Gott, diese Stimme heute. Ciao.